Bezirksblätter TV meldet sich heute aus Gemeinlebern im Bezirk Herzogenburg. Hier ist ein furchtbares Familiendrama passiert. Im Hintergrund sehen Sie das Haus und die Polizei ist vor Ort. Haben Sie irgendwas von den Schüssen oder von dem Drama schon gehört? Ja, gehört, aber nur übers Internet. Also wir waren nicht daheim und wir haben zwar die kennt, aber weiters kann ich jetzt eigentlich auch nichts dazu sagen. Der Mann war eigentlich, sagen wir schon, in der Wirtschaft bekannt, aber wir sind mit ihm gut ausgekommen, sagen wir so. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Bezirksblattredakteurin Melanie Jaklitsch aus Herzogenburg war schon den ganzen Nachmittag vor Ort. Wie sind die Eindrücke? Was haben Sie erfahren? Die Anrainer zeigen sich erschockt. Der Mann hat zwei Gesichter. Zu der Nachbarschaft war er immer sehr freundlich, hat immer gelächelt und war immer zuvorkommend. Zu der Familie war er wie ein Tyrann. Er hat seine Frau geschlagen, war zu seinen Kindern immer sehr aggressiv. Und die Frau wohnt auch seit einigen Jahren nicht mehr da. Natürlich haben wir auch Informationen von der Landespolizeidirektion in Niederösterreich. Raimund Schweigerlehner wird uns via FaceTime-Anruf zur Verfügung stehen und bereits erklären, wie die Ermittlungen sind. Heute gegen 11 Uhr wurden in einem Haus in Gemeinlebern zwei Verletzungen aufgefunden. Die beiden Personen waren beim Eintreffen der Kollegen bereits tot. Die Polizei, das Landeskriminalamt Niederösterreich, ermittelt in Selbstmord und Mord. Und die Ermittlungen sind noch im Laufen. Über die Hintergründe und Umstände dieses Bluttat können wir zum Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Sie haben gesagt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Dürfen wir nachher fragen, wie alt war das Paar? Bei dem getöteten Paar ist es um einen 83-jährigen Mann und um eine 85-jährige Frau.